Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hartz Weser Adventure. Es ist dunkel, es ist wirklich noch früh am Morgen. Aber ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video für euch, denn heute gibt es was ganz Besonderes. Heute bin ich unterwegs in Bayern, in Garmisch-Partenkirchen. Und ja, um genau zu sein in Untergreinau. Ich bin jetzt hier früh um 3.30 Uhr losgegangen. Hab gestern mal geschaut, wie denn das Wetter so ist. Und mein Plan war, jetzt Pfingsten mal ein bisschen was zu erleben, ein bisschen rauszukommen, ein bisschen mir was anzuschauen. Und letzten Sommer war ich hier in Garmisch-Partenkirchen und war hier 5 Tage ungefähr, hab einen kleinen Kurzurlaub gemacht und bin hier Klettersteigen gewesen, auf dem Höllentalklettersteig unter optimalen Bedingungen. Und hab mir gedacht, was könntest du denn jetzt machen, Pfingsten? Ja, da war Tschechien auf dem Programm und irgendwie kam dann jetzt Garmisch-Partenkirchen. Ja, jetzt hat das Video abgebrochen, weil mein Wecker losgegangen ist, mein 6. Wecker ungefähr, damit ich auch wirklich wach werde. Denn ich bin gestern von Flensburg hier nach Garmisch-Partenkirchen angereist. Das ist so eine Zugfahrt, könnt ihr euch vorstellen, ihr fahrt um 11.30 Uhr los und kommt um 22 Uhr in Garmisch-Partenkirchen an. Also es ist wirklich eine sehr, sehr lange Strecke, aber das hat sich wirklich gelohnt, wenn ich mir jetzt so das Wetter anschaue. Aktuell haben wir klaren Himmel, sternklaren Himmel. Und eine wirklich sehr, sehr gute Sicht. Also zum Gipfel kann man gucken. Man sieht oben die Lichter. Zur Alpspitze zum Gipfel kann man gucken und sieht die Lichter. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist auch sehr gering. Es ist schön warm. Könnte wieder der Nachteil sein, dass es frühes Gewittern könnte. Ich rechne damit mal nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es bis zum Mittag laut Wetterbericht schön sein soll. Und dann später sollen die Wolken hochziehen. Aktuell bin ich jetzt hier in Untergreinau unterwegs, auf dem Weg nach Hammersbach und werde dann in Hammersbach in das Höllental reingehen, den Zustieg durch die Höllentalklamm zur Höllentalangerhütte machen, dort eine kleine Pause machen, eventuell noch kurz was essen und dann geht's los auf den Höllentalklettersteig. Ich hoffe, man hört's, man sieht das da hinten, da fließt aus der Spalte raus, runter und in die Klamm rein. Richtig geil. Da hinten auch. Da kommt richtig viel raus. Und das ist richtig frisches Bergwasser. Richtig, richtig frisch. Und ja. Richtig geil. Also kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Schmeckt richtig gut. Und ist eiskalt. Woo! Hier tropft es überall von der Decke. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt in der Höllentalklamm. Hier tropft es überall von der Decke, teilweise richtig in Strömen, wie ihr gesehen habt. Es ist alles sehr, sehr feucht, feuchter als letzten Sommer, wo ich hier unterwegs war. Muss hier auch richtig in die Luft gehen, weil ich bin einfach zu groß. Da tropft es auch schon wieder aus der Spalte raus. Richtig geil. Bin auch schon an einigen Stellen richtig nass, vor allen Dingen so der linke Arm. Hier ist so ein Loch in der Wand. Ich war hier einmal tagsüber drin. Da habe ich mich mal ein bisschen ausgeruht. Ja, und ich muss sagen, tagsüber sieht man einiges mehr, als wenn es jetzt so dunkel ist, wenn man früh losgeht. Aktuell ist es 4.36 Uhr. Ich rechne so, dass ich so um 5.30 Uhr aus der Klamm raus bin und um 6 Uhr an der Höllentalangerhütte. Ja, hier sieht man auch so schöne Relikte. Schöne alte Relikte hier. Altes Holz in der Wand. Ich gehe davon aus, da hier eine Wasserleitung lang geht, dass da früher auch eine Wasserleitung war und die dann später einfach nur erneuert wurde. Das Geile an der Höllentalklamm ist, hier kann man, die ist wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr laut und sehr, sehr nass. Also wenn man hier durchgeht, sollte man entweder kein Problem mit Nässe haben oder man sollte sich eine Regenjacke und eine Regenhose überziehen, sonst kommt man hier trocken rein, nass wieder raus. Man hat hier auch verschiedene Wegmöglichkeiten. Einmal hier so im Tunnel lang und einmal sogar hier so außen. Das kann man jetzt hier so schlecht zeigen, aber es geht quasi so eine Art Parallelweg lang. Aber der lohnt sich hauptsächlich, wenn schönes Wetter ist und ja, wenn quasi, wenn man alles sieht, dann lohnt sich es mal außen lang zu gehen und nicht innen.
Da wird man dann noch ein bisschen nasser, als wenn man drinnen dann geht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, hier ist was ganz Interessantes. Guck mal. Da spritzt das aus dem Boden heraus. Quasi wie so eine Art Überdruck. Kann man auch zuhalten. Richtig geil. Wie so eine Art Überdruck. Also es ist schon echt unglaublich, was man hier alles entdecken kann in dieser Höllenzeitklamm. Boah, hier tropft es wieder. Puh. Ja, also ich kann es nur empfehlen, wirklich mal hier durchzugehen, sich die Höllenzeitklamm anzuschauen. Und wenn man das gemacht hat, eventuell direkt noch die Partnerklamm hinterher. Aber in meinen Augen ist die Höllenzeitklamm eindeutig die schönere Klamm. Vor allen Dingen, weil man hier einen riesigen Wasserfall mitten aus dem Feld sehen kann. Den kann ich euch letztes leider nicht zeigen, weil meine Kamera das nicht mitmacht. Ich habe halt nur mein Handy mit und für das Handy ist das aktuell leider noch zu dunkel. Ich melde mich wieder, wenn ich am Ausgang bin oder an der Höllentalangerhütte. Ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen hier in den Tunneln, dass überall Wasser rauskommt, aus dem Boden, aus der Decke, aus der Seite raus. Es tropft überall, man wird quasi einmal komplett nass. Aber es ist eine angenehme Erfrischung und es ist relativ warm, vor allen Dingen, wenn man bergauf geht. Wir sehen uns nachher. Ja, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Ja, wie ihr seht, ich bin hier in so einer Art Wald unterwegs. Und wer die Gegend kennt, der weiß, wo ich hier gerade bin. Bin gerade auf dem Weg zum Klettersteig. Aber noch nichts anderes mache ich dann vor Ort. Ja, ich war eben an der Höllentalangerhütte. Die hatte noch zu, die machen wohl ein bisschen später heute auf. Im Sommer haben die um die Uhrzeit, so um 5.30 Uhr, 6 Uhr schon geöffnet. Ja, ich habe drei andere gesehen. Die werden hier wohl auch hoch. Ob die dann zur Riffelscharte abbiegen, kann ich nicht sagen. Das werde ich dann wahrscheinlich auf dem Höllental ferner sehen. Da werde ich die dann wiedersehen, vermutlich. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Einstieg des Klettersteigs. Hier unten ist noch alles schneefrei. An den Bergränden sind noch ein paar alte Altschneefelder, aber wirklich schlimm ist das jetzt nicht. Ja, oben hin erkennt man dann doch schon im Vergleich zu Sommerbildern, dass da einiges mehr los ist mit Schnee. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Ja, ich werde vermutlich über einen grünen Buckel kommen. Der ist da hinten, das ist der grüne Buckel. Das ist hinter Leiter und Brett. Die Leiter ist so eine, es gibt wirklich so eine Eisenbügel in den Fels gehauen. 50 Meter, wahrscheinlich noch nicht mal, aber 30 Meter vielleicht. Wenn überhaupt, geht es nach oben. Ja, und das Brett ist eine 50 Meter waagerechte Kletterei auf so Eisenstiften, die in die Wand eingelassen sind. Dann geht es über einen grünen Buckel, dann geht es über ein Geröllfeld zum Ferner. Und ich denke mal, so hinterm grünen Buckel werde ich dann meine Stiefel tauschen, um richtige Steigeisen aufzuziehen. Ja, eben habe ich gedacht, dass es vielleicht doch kein Alpenglühen gibt. Da habe ich mich vielleicht sogar getäuscht. Jetzt wird die Sonne rot. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als ob ein Alpenglühen gleich kommt. Es ist leicht oranger Himmel hinter mir. Vielleicht erkennt ihr das so ein bisschen. Es ist leicht orange. Ja, bleibt mal hinter mich. Vielleicht sieht man das so in den Bergen so ein bisschen. Es ist so leicht rötlich. So ein leichter rötlicher Schimmer. Das nennt sich dann, wenn es richtig rot ist. Das hatte ich einmal letzten Sommer. Richtig, richtig intensiv rot Alpenglühen. Richtig genial, kann man hier im Höllental früh wirklich sehr, 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 sehr gut beobachten. Ja, und ihr seht, die Natur ist einfach wundervoll. Ich habe bereits Alpenmolche gesehen. Hier scheint tatsächlich noch, und eine Gamsbock. Hier scheint tatsächlich noch alles in Ordnung zu sein. Hier scheint die Natur noch heile. Aber es ist nur ein Schein, denn auch hier übt der Mensch seinen Einfluss aus.
gerade auf solchen Wegen, denn die sind besonders im Sommer stark frequentiert. Aber so ist das nun mal. Ich bin ja selber unterwegs hier auf dem Weg. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich an der Leiter bin oder am Klettersteigeinstieg, sage ich mal, werde ich die Kamera rauskramen, an den Helm packen und dann geht's auf 2000 Meter, sogar über 2000 Meter, nee, Quatsch, über 1000 noch was, auf die Zugspitze hinauf, in die Höllental-Angerhütte, die liegt ja schon auf 1365 und Zugspitze liegt ja auf 2964 Meter, der Gipfel, also sind über 1500 Meter, die ich noch nach oben muss. Bis später. Was ich euch noch zeigen wollte, eine Besonderheit des Höllentals. Hinter der Höllentalangerhütte sind jedes Jahr, zumindest fast jedes Jahr, schätze ich mal, auf jeden Fall war es letztes Jahr genauso, Weidebetrieb. Und wenn man da hinguckt, ganz genau, da sieht man die da einen Weg runtergehen. Ja. Da. Richtig genial. Hört man auch die Glocken? Vielleicht hört man das auf dem Video. Auf jeden Fall ist das eine Besonderheit des Höllentals. Und ja, die werden hier hochgetrieben. Jetzt ist für mich die Frage, wie werden die hier hochgetrieben? Ich kann mir eigentlich nur eine logische Erklärung dafür liefern. Die werden durch die Klamm getrieben, nach der Klammöffnung. Ich muss da mal nachfragen, ein bisschen nachhaken. Ja, und deswegen ist hier auch unter anderem das Campieren verboten. Und ja, man sollte die auch nicht füttern. Das ist nicht gewollt. Ja. Und das ist eine Besonderheit. Also, da habe ich, als ich das erste Mal hier lang bin, habe ich mir so gedacht, oh, okay, Schafe, wie kommen die denn hierher? Jetzt habe ich Schilder gesehen. Achtung, Weidebetrieb, die sind mir damals gar nicht aufgefallen vor einem Jahr. Ja, ist schon eine interessante Sache. Ihr seht, der Weg hier wird beschwerlicher, sehr, sehr steinig, sehr, sehr grob. Ist genau mein Ding, ich liebe sowas. Und das Wetter ist mal mega atemberaubend. Es gibt tatsächlich noch ein Alpenglühen, wenn man hier so hinblickt. Es ist ein ganz leichtes Alpenglühen. So ein schönes Orangefarben. Ja, aber ist schon ziemlich genial. Also hat man nicht oft, vor allen Dingen hat man nicht oft so gutes Wetter, wie es jetzt hier ist. Wir haben gerade klaren Himmel in die Richtung. Da ist dieses Alpspix, diese Aussichtsplattform. Also wirklich keine Wolken, kein Tiefnebel, der hochkommt. Ich schätze mal, so am Nachmittag werden die Wolken kommen. Es ist schon echt eine geniale Sache. Also war eine super Idee, heute loszugehen und vor allen Dingen hier runter zu fahren. Und da sehen wir wieder was Besonderes. Ich zoome mal ran. Das ist ein Gamsbock. Richtig cool. Ja, sieht man auch nicht so oft so nah. Aber hier im Höllental gibt es Gamsböcke, jede Menge sogar. Das ist schon der zweite, den ich sehe. So, damit man sich zurechtfindet, hier auf dem Klettersteig gibt es diese roten Punkte, die einen den Weg markieren. Da hinten ist der nächste. Und diese rot-weiß gestreiften Markierungen am Weg, damit man auch noch weiß, dass man hier richtig unterwegs ist. Da, das sind diese rot-weiß gestreiften, da ist ein roter Punkt. Und dann geht es da weiter hoch. Ja, ich gehe ein Stückchen weiter, bis der richtige Klettersteig losgeht.